So, Moment. So. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ah, die macht's nicht. Ja, oh, jetzt ist er auch noch weg. Der kommt eh gleich wieder. Wir haben wieder ein kleines Paket erhalten. Eine Fanpost, je nachdem. Oh, ich sehe aus. Ich habe mir gerade den Bart abrasiert. Jetzt sehe ich wieder aus. Wir fürpsen, ne? Hier ein kleines Paket vom Daniel Chevy. Ne? Jetzt müssen wir mal aufpassen, weil der Adi seinen dicken Bobs hier hinten lang knallt, nicht dass er alles runterwirft. Ist sogar von Amazon Prime, kommt aus Düsseldorf, so viel können wir dazu sagen. Und ich habe keine Ahnung, vor allem steht extra da Ramon Hess, aka Ramses der Dicke. Mit so einer lustigen Nase, so einem Nasensmiley. Wir wollen das jetzt mal aufmachen und gucken, was der gute Herr uns geschickt hat. Ich habe nämlich keine Ahnung, jeder hat meine Adresse. Die Leute schicken einfach immer irgendwas. Schlüpfer, Unterwäsche, BHs, Zwiebeln, die man dann da reintut, damit das dann besser aussieht. Ja, Junge, ja. Oh, hier den komischen Karton auf. Das ist aber auch ein richtig heftiger Bliert. So, das können wir jetzt weglegen. Das biegen wir mal auf. Das drehen wir mal rum. Das machen wir mal so. Oh. Oh. Das ist nur ein was im Karton. Hier ist Papier drin. Das tun wir mal hier hoch. Das ist ein ganzes Fünferpack. Ach, Adi. Das ist ein ganzes Fünferpack von den Samyang Too Spicy Nudeln. Richtig genial. Wenn ihr die nicht kennt, Bulldog, Too Spicy, Samyang, Hot Chicken Flavor, Ramen, Korea. Also, die Dinger sind nicht gerade günstig, könnte man sagen. Die sind aber so heftig. Das sind die besten Nudeln, die schärfsten Nudeln, die ich je gegessen habe. Und ihr kennt ja viele, viele kommen immer an und sagen, ja, hier Hot Chili Nudeln, sonst was, keine Ahnung, machen hier so 5-Minuten-Terrine irgendwas. Und die, ja, die schmecken ein bisschen würzig, okay. Aber ich habe noch nie sowas erlebt, so eine Schärfe bei Nudeln. Und gleichzeitig aber auch so tolle Nudeln. Denn die Nudeln sind schön bissfest, das ist ein ganzer Teller voll, das ist ein ganzes Netz, ein ganzes Paket. Und diese Soße an sich dazu ist so passend. Nicht einfach nur scharf und nach gar nichts, sondern die hat so eine richtig ja, süßlich, würzig, kräftig, fruchtige, aber gleichzeitig schärfliche Note einfach nur. Ich kann das nicht. Ihr könnt natürlich euch jetzt hier irgendwelche Carolina Reaper Soße nehmen und die trinken und sagen: Oh, ist das scharf? Aber ich finde, das hat nicht den gleichen Geschmack. Die ist halt dann einfach nur scharf und das war's. Hier habt ihr aber zu der Schärfe auch einfach noch einen richtig guten Geschmack, einen so geilen Geschmack. Ich habe immer noch von dem Paket, was ich mir selbst mal gegönnt habe, ein paar Packungen übrig. Immer wenn jemand da war, habe ich gesagt, hier, probier die mal, sonst was. Hannes habe ich mal ein Päckchen geschickt, dass der die Nudeln mal probiert hat. Meine Mutter durfte die auch mal probieren. Viele nehmen das als Challenge. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Habt ihr die schon mal probiert? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare. Die Too Spicy Nudeln. Ein ganzes Fünferpack vom Daniel. Dankeschön dafür. Ich habe sogar irgendwann mal also so eine Amazon-Wunschliste gemacht, wie das der Naturin gemacht hatte. Und habe in diese Wunschliste, weil ich nicht wusste, was ich da reinschreiben soll, auch einfach so ein Fünferpack Nudeln reingebastelt. Man könnte denken, er hat meine Wunschliste gefunden und hat darüber einfach die Nudeln bestellt. Ansonsten habe ich da immer noch diese Clogs, also diese weißen Gummilatschen, die ich immer anhabe, habe ich da mit reingepackt. Aber das auf jeden Fall was. Das ist genial. Das schmeckt. Da werde ich mir jetzt, so kann ich mir jetzt 5 Tage hintereinander den Magen verderben, dass ich nur noch Blut scheiß. Aber wer die nicht kennt, probier die wirklich mal aus. Die sind auf jeden Fall edel. Der Hannes kennt die, weiß Bescheid. Die Nice hat die schon probiert. Naturin hat die mit den Händen mal gegessen in dem Video. Heftige Nudeln. Pupsi mag die auch, aber Pupsi sagt, die sind ja zu scharf auf Dauer. Die probiert mal eine Kelle und den Rest kann sie nicht mehr. Das war's jetzt also. Leider nichts für den Adi.
Obwohl ich weiß, wenn das auf dem Tisch steht oder auf dem Teller, dass der trotzdem da hingeht und wühlt da wieder dran rum, bis er dann in der Ecke liegt und das war's. Deswegen lieber kein Adi, lieber einfach nur für den dicken Ramses. Danke Daniel für das heftige Nudelpaket. 5 Packungen feinster Stuff. Das war's von meiner Seite aus schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Ui! Musst du sagen, Adi. So ungefähr. Fell.